Ein riesiger Sprung in der Geschichte. 700 Jahre zurück. Lütjenburg, Holstein im späten 13. Jahrhundert. Hier im Grenzgebiet zu den Slawen ist das Leben ziemlich rau. Aber wie genau lebten und wohnten die Menschen hier im Mittelalter? Überfall! Alle in den Turm! So, jetzt sagen Sie mal, hier ist ja kein Mensch. Was war das für eine Aktion? Das war ein Irrtum. Entwarnung. Es war kein Angriff. Aber Sie sind soeben getürmt. Daher kommt wirklich der Begriff Türmen? Da kommt der Begriff Türmen her. Man ist getürmt, leuchtet ein. Aber wo sind wir jetzt hier? Das sieht ja nicht aus wie ein Turm. Das ist der Turm einer mittelalterlichen Wehranlage, wie sie hier im 13. Jahrhundert in großer Anzahl vorhanden war. Das ist eine Turmhügelburg und dieser Turm gab ihr den Namen. Sie sagen Turmhügelburg eben, aber das ist doch ein ganz normales Dorf da unten, oder? Der Begriff Dorf, den würde ich nicht verwenden. Es ist eine mittelalterliche Wehranlage, ein mittelalterlicher Gutshof. Und wer wohnt da alles? Hier wohnt der Ritter in dem Ritterhaus, das Gesinde in dem Wohn- und Stallgebäude. Und bessere Leute und weniger gute. Denn der eine Ritter muss im Kettenhemd rumlaufen, sieht aus, als wollte er sofort den Krieg ziehen. Und der andere sieht eher so aus, als wollte er zum Bankett. Das ist richtig. Dies ist mein Alltagsstaat. Und das ist nur die Ausrüstung, die man eben im Krieg trägt. Wir gehen jetzt mal rüber ins Ritterhaus. Mhm. Sie sind mein Gast. Ja, schönen Dank. Da bin ich aber gespannt, wie unser eins gewohnt hat. Ja, Sie werden sich wundern. Ja, dies ist nun das Ritterhaus. Dies ist meine Wohnung. Hallo zusammen. Also ich muss sagen, ich hätte mir das ein bisschen luxuriöser, bunter, schicker vorgestellt bei Ihnen. Sie dürfen nicht vergessen, in welcher Zeit wir leben. Dies ist Mittelalter und hier wohnte ein relativ niederer Adel. Dies ist schon sehr viel für die damalige Zeit. Was mir auffällt, hier gibt es keinen einzigen Schrank. Schränke hat es in der Zeit noch nicht gegeben. Damals gab es lediglich Truhen, in denen man alles aufbewahrte. Ja, gut. Aber und? Aus den Truhen hat sich dann später der Schrank entwickelt. Die Truhe wurde hochkant gestellt. Okay. Und fertig ist der Schrank. Ja, und fertig ist der Schrank. Die Tür lässt sich zur Seite öffnen. Da muss nur noch Regalbretter rein. Eine tolle Idee. Ja. Eins fehlt mir jetzt aber immer noch hier im Haus, nämlich eine Wärmequelle. Es gibt keinen Ofen, keinen Kamin, kein offenes Feuer und es ist trotzdem kuschelig warm. Woher kommt's? Wir hatten damals schon Hightech, nämlich eine Fußbodenheizung. Und wie funktioniert die? Folgen. Ein Ofen erheizt hier diese Ziegelsteine. Und außerdem ist um den Ofen Steine, zwischen denen Luft ist. Und diese Luft kann man durch die Tonröhren, die hier sind, hochsteigen lassen. Ich kann noch regulieren mit diesen Tonröhren. Sie sehen, hier steigt die warme Luft auf. Da kommt ja richtig Hitze hoch. Also Heißluft aus den Röhren plus Strahlungswärme von den Ziegelsteinen. Bloß wo kommt die Wärme eigentlich her? Ach ja, so schnell kann es gehen und schon bin ich wieder der Dumme. Häng ich wieder beim Gesinde rum. Warum nur? Jetzt wollen wir zeigen, wie das Hypokaustum von außen geheizt wird. Das was? Der Unterbodenofen, Hypokaustum genannt. Hypokaustum, hier rein damit mit dem Holz. Da rein. Ja, so war es damals. Das Ritterhaus wurde von außen beheizt. Im Haus gab es keinen Rauch und keinen Dreck. Und da hat jetzt tatsächlich 24 Stunden am Tag einer schuften müssen, damit ihr es da oben schön warm habt, ja? Wenn der Bedarf war. Ja, natürlich. Aber der hier unten hatte ja Gott sei Dank auch eine Chance. Der konnte nämlich viel zu viel heizen. Und dann haben denen da oben so richtig schön die Socken gequalmt.
Was drüben qualmt im Gesindehaus, gucke ich mir jetzt an. Ich glaube, es sind nicht die Socken. Die kleine Wehrgemeinschaft ist wirtschaftlich völlig unabhängig. Das Gesinde betreibt nämlich Ackerbau und züchtet Vieh. Die Bewohner sind also echte Selbstversorger. Na, das ist ja eine ziemlich primitive Hütte, irgendwie alles unter einem Dach, oder? Also Hütte würde ich nicht sagen, aber es ist ein Haus, in dem wirklich alles unter einem Dach lebt. Und Fußbodenheizung haben die hier definitiv nicht. Hier kann von Luxus keine Rede sein. Mit Sicherheit nicht. Wie viele Leute haben hier drin gehaust? Gehaust? Es haben bis zu 20 Angestellte des Ritters hier gewohnt und gelebt. Doch selbst hier liegt eine clevere Erfindung im Fußboden verborgen. Keine Heizung, sondern ein Kühlschrank. In dieser gemauerten Grube sind es selbst im Hochsommer nur knapp 10 Grad Celsius. Also, wenn ich mir das aussuchen könnte, ich würde natürlich liebend gern wieder wechseln. Weg vom Gesinde, rüber zu den Rittern. Die hatten einfach das angenehmere Leben. Und was mich total beeindruckt, sind die Ideen. Zum Beispiel die super komfortable Fußbodenheizung. Da sage ich doch nur Hut ab.